Herzlich willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Ich habe im letzten Part 2 gesagt, warum auch immer, von der Geschichte. Kommt besser an als gedacht und dachte bis eben, das kommt gar nicht so gut an. Aber ich meine, ich habe einfach Bock drauf, das weiter zu spielen. Deswegen spielen wir es weiter. Ich weiß noch, wir haben den Stein hier runtergeschmissen und haben dadurch diesen Pfad hier entdeckt. Also so richtig wissen, wo ich lang muss, wusste ich noch nicht. Vielen Dank für die Kommentare. Ich bin mit dem Beantworten. Ich komme da echt gerade gar nicht hinterher. Also wirklich gar nicht. So folgendes. Ich kann prüfen mit beiden. Das hat aber nicht funktioniert. Muss mich jetzt kurz mal umschauen. Ich kann heilen. Ergibt das Sinn? Guck mal, Ben ist gerade dran, ne? Wer ist denn gerade dran? Ben ist dran, ne? Ist Ben dran? Sorry, ich muss gerade wieder reinkommen. Ich bin jetzt bei 8 Let's Plays gleichzeitig. Und ich habe einfach gar keine Zeit. Also so. Na ja, gut. Das ist. Soll auch kein Rumgeheule sein. Wir gehen hier mal vielleicht auf Prüfen. Speichere einfach mal. So, warten wir Beute. Warten wir. Prüfen. Okay. So. Ich erzähle gleich, was ich erzählen wollte. Ich gehe aber erstmal auf Fähigkeiten und gehe auf Heilen. Auf Ben. Ben, okay. 7 von 37, da machen wir nochmal einen Heiler. Prüfen ist das, wo ich Sachen von Einheiten lernen kann. Und das Dämliche ist mit meinem Zwischenspeicher. Also, was heißt das Dämliche? Aber, ne, mit dem Zwischenspeichern hatte ich dann immer neu gelernt, nachdem ich was gelernt hatte, weil ich da ausprobiert hatte und viel Leben verloren hatte. Und im Endeffekt hatte ich zweimal eine Fähigkeit gelernt, die aber weg war, dadurch, dass ich neu gelernt hatte und dachte, ah ja, so funktioniert das, mache ich jetzt nochmal. Dann ging es halt nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Okay. So, machen wir normale Angriffe? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Auch komm einfach mal rein von der Schwierigkeitsstufe, war das ja alles okay, ne? Würde mich dann im schlimmsten Fall ein bisschen hochgrinden. Genau, wir sind auf dem Weg zum Berg. Ja, jetzt weiß ich das wieder. Das, ja. Schlingen. Ich hätte die Zauber nehmen müssen. Oh yeah, okay, weil sonst. Ah ja, okay, das war das, ja, aber er. Okay, deswegen. Haben wir Frost schon benutzt? Speicher hier mal. Macht er? Oh, er ist dabei. Hatte ich eigentlich noch Fähigkeiten? Nee, nur heilen und so ein Kladderadatsch. Ja, wirklich nur heilen? Okay. Ja, mach. Na, Angriff ist eigentlich auch dämlich. Abwehr. Pika. Okay, wir laden neu. Und gehen mal bitte auf Pausen. Ja, ist ein bisschen Energie auf Abwehr. Kannst du hier nichts ausrichten. Auf wen? Okay, 6. Er hat er sich aufgeladen mit. Ungünstig. Können seine MP eigentlich auch alle sein? So. Ja, komm, wir gehen nochmal auf Angriff. Falls das nicht reicht. So, wir müssen daran denken, die MP sind fast alle. Wir haben Schlacht gewonnen. Okay, 69 EP ins nächste Level. Voll das gute Spiel, ist einfach. Muss so sagen. Das Schlimme ist, wir sind gerade im Oktober 98, da kommt noch was, aber naja, gut. Zumindest laut meiner Ordnung. Da. So, wie komme ich auch mal ins Menü? Warte, wir haben es gleich. Da haben wir es. Okay, so, dann machen wir nämlich folgendes, wir gehen nur auf Objekte. Wir haben ja eingekauft, das weiß ich noch. Und zwar 100 SP, wir brauchen MP. Da haben wir nichts, oder wie? Haben wir nichts, was MP gibt? 100 SP, 40.
Deswegen sollte ich die MP nicht, aber kann ich ja nur mit Ben und bei Tepo sind die wichtig. Okay, das ist schlecht. Oh, speicher hier mal und würde trotzdem mal in die Richtung gucken. Oh, was ist das hier? Okay, cool. Hatte ich nicht auch eine Karte? Nee. Okay. Lustig. Kann ich jetzt das... Ah, nee, okay, nur eine bestimmte Reichweite. Ah, okay. Verstehe. Wäre jetzt das Blöde, wenn da viele Kämpfe gegen den Typen kommen? Also gegen so einen Typen? Ist ja halt einfach nicht mal... Ah, okay. Machen wir normale Angriffe, ne? Tränke können wir ja nehmen. Ja, komm, wir machen normale Angriffe. Ah ja, okay. Ja, weil dann ist nämlich das. Achso, aber der Magigo ist ja geflohen ansonsten, ne? Ah, wollte ich. Na gut. Und der ist jetzt weg. Okay. Glück gehabt. Der teilt schon echt aus, Schlacht gewonnen. Hat aber nicht viel gebracht, aber Kohle zumindest, Kohle. So, okay. Okay. Glaube ich egal, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mit Angriff drauf. Vom Leben sollte eigentlich alles passen. Ja. Ah, nicht mal den einen Gegner mit einer Runde besiegt. Gefällt mir nicht. Die greifen aber jetzt schon wieder. Ja, okay. Den anderen hätten wir auch einfach so. Ja, gut. Der ist ja eh nur ein Schlag. Ich glaube, wir können gleich mal Tepo was an SP geben. Ja, wir sind schon am Leveln und 14 Zenny ist wichtig, wichtig. Ja, ist ja schon. Also, was heißt ja schon? 40 ist, glaube ich, das niedrigste, was wir haben. Ja, machen wir das hier auf Tepo. Obwohl, Ben hat genügend. Haben wir was zum Wiederbeleben? Er weckt Tote zum Leben. Ist aber, glaube ich, teuer. Ja, dann würde ich doch schon Heilkraut. Wenn das 40 macht und das niedrigste ist, können wir, glaube ich, ganz unbesorgt zuschlagen. Die Frage ist bloß für mich. Müssen auf jeden Fall MP-Tränke holen. Gab's die? Weil. Warte mal, wie konnte ich Kamera nochmal drehen? Ah, okay. Ja, weil die Sachen liegen ja immer hinter den Bäumen. R1 und Richtungstasten. Okay. Hier waren wir noch nicht, ne? Bitte nicht noch so ein Vieh. Okay, alles gut. Gehen wir erstmal auf den hier. Ja. Schade, dass der nicht auch mit vorausgewählt wird, wenn du mit deinem Charakter den schon angreifst. Sehr gut. Für die Dinger sind eigentlich harmlos. Damit sollten wir jetzt hier schon ein bisschen Progression hinbekommen. Sehr cool. So, 64 EP. Mhm. Na, guck mal. Falsch. X, ne? Ja. Bekommst 80 Zenny. Heißt, hier waren wir noch nicht. Was ist das hier? Achso, hier. Ne, keine Ahnung. Bitte keinen großen, der ist so nervig. Okay. So, wichtig ist, dass wir jetzt gleich auf den Magigo gehen. Was ich auch krass finde, sorry, dass ich das so spät erst
anspreche, das war eigentlich das, was ich am bemerkenswerten fand, wie extrem beliebt das Spiel bei euch ist. Also, dass er auch meint, ey, eins der besten Rollenspiele, für viele ja sogar das beste Rollenspiel. Ich muss sagen, ungelogen. Gut, von der PS1 hatte ich vor dem Projekt wenig Ahnung und habe jetzt halt einige Videos über das Thema gesehen, alles, was mir so vor die Flinte kam von dem her. Und über das Spiel habe ich noch nie irgendwas gehört. Deswegen finde ich das super interessant. Waren wir hier schon? War für einen Kreis? Ich denke schon, ja. Deswegen, das finde ich super interessant. Jetzt nicht irgendwas, unten fällt das viel. Ich weiß immer noch nicht, wie die Viecher wirklich heißen sollen. Okay. Im Plauch. Ist das mit einem, das wäre super lieb, wenn das beantwortet, ist das mit dem Prüfen wichtig oder sagt man, ja, später kann man schon mal? Weil ich würde es ansonsten vorerst nicht benutzen, weil es halt auch das Ganze sehr verzögert. Weiß nicht, was er davon haltet. So, was steht hier? Da wollte ich rangucken. Warnung, Weg zum Glausberg, da wollen wir hin. Sehr schön. Wir haben jetzt hier nicht alles entdeckt. Die Frage... wer weiß, was wir machen? Hier ist die Stadt. McNeil, was war das jetzt? Ich würde jetzt kurz mal wegen Trinken nochmal gucken. Oh, ist das liebevoll designt alles. Glausberg, der befindet sich hinter den Wäldern im Osten. Aber... Hä? Wo Norden ist? Ich denke hoch und dann nach links. Was? Okay, die ist genauso verwirrt wie wir. Sympathisch. So, wollten wir hier nicht was Bestimmtes kaufen? Ja, ihr seid zurück. Wow, schreckt mich da nicht so. Okay. Feuerst kaufen. So, okay. Alter, das mit einer Angel würde ich mir so gerne nochmal angucken. Stellt Status wieder her. Ich weiß nicht, unser Inventar war eigentlich groß. Ich würde. Nee, das können wir selbst, das kann Ben. Halt Blinder. Augtopf. Wegtote zum Nehmen. Das können natürlich Ben benutzen, aber glaube ich, ein bisschen Geldverschwendung noch. Ah, davon haben wir genügend bei. Okay, dann gehen wir nochmal verkaufen. Ja, lass ich erstmal alles drin. Ja, komm, lass ich erstmal alles drin. Okay. So, wir wollten ein bestimmtes Schwert kaufen, was wir uns jetzt eigentlich leisten können müssen. Okay. Statt den ganzen Tag rumzeugen und Ärger zu machen, könntet ihr von Zeit zu Zeit den Leuten mal zur Hand gehen. Wrestling. So, ja, okay, das, ne. Ich find's total doof dargestellt. Okay, das Ben kann's, glaube ich, nicht tragen. Aber das hier. Aktion Kraft wird aber ansteigen, aber ist das so viel besser oder was? Das ist immer noch super verwöhnt. Lederpanzer. Würde bei Ben 2 hier verbessern, aber Aktion. Achso, wird schwerer dann, oder was? Ben, da würden Tepo helfen. So, weil wir gucken mal nach dem teuersten einfach hier. Lederpanzer.
würde 2 verbessern bei Ben und 2 bei Tepo. Achso, Abwehr, Fehlgewicht 4. Ah, okay, vielleicht gucke ich einfach da an. Kraft 8, Gewicht 2. Und Aktion ist dann das Gewicht. Das würde bei Tepo was verbessern. Mehr Gewicht, was macht das? Ah, ich würde einfach mal kaufen. Ja. So, und hier vielleicht für Ben. Ne, Tepo, warte mal hier, das war da. Und darf man nochmal einen kaufen, ne? Dann hätten wir den. Sind wir zumindest im Angriff besser. Finde ich komisch, dass wir noch keine Tränke kaufen können. Abwehr 4, Gewicht 4. Abwehr 1, Gewicht 0. 3, Gewicht 1. Okay. So, ich muss dann gleich auch mal gucken, was wir alles nehmen können. Wäre schon eine ordentliche, wären 2 Verbesserungen. Ich weiß nicht, ob das so wirklich sind. Naja, wenn nicht, können wir immer noch so ein bisschen grinden. So, warten wir Menü. Werden wir gleich mal anlegen. Ausrüstung. So, Ben. Nimm den. Und das bringt mir gar nichts, weil ich einen hab. Nichts, nichts. Da müssen wir noch hingucken. Und Tepo. Dolch, dafür nimmt er... Achso, beides okay, dann das Kraft 6, Gewicht 1 bei dasselbe. Das heißt, die beiden können wir verkaufen. Nichts. Lederpanzer. Ja, macht ihn langsamer, aber wer weiß, okay. Ja, das wäre das. Dann würde ich hier nochmal auf Verkaufen. Ja, aber entspannt. Und dann gehen wir schnell nochmal pennen, ne? Also im Gasthaus, und dann geht's weiter auf Abenteuer. So, nicht Objekt, sondern... Nein. Kommst du hier irgendwie zur Ausrüstung? Nee, sind der immer noch perfekt. Ah, Waffe, okay. Ich würde sagen, alle einfach verkaufen. Weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber es ist erstmal weg. Rüstung, Kleidung, ja komm, einfach verkaufen. Wie gesagt, wenn nicht, kannst du ja grinden. So, das Waffe nochmal weg. Ja, passt erstmal, ne? Ja. Okay. Dann hier rein. Was mich stört, ist halt, dass ich hätte super gerne MP-Tränke gehabt. Ja, sicher. Wer denkt ihr eigentlich, wer seid ihr, kleines Pack? Okay, 30 Zeichen. Was? Nachtschlaft, gut. Nachdem wir gerade kleines Pack genannt wurden. Naja, ich weiß nicht. Guten Morgen, speichern. Von bei einmal nochmal kommen. Einmal war sogar Autosave. Das ist so geil, dass du jetzt mit dabei ein Autosave hast. Okay, hast du nicht, aber schön. Bei anderen Spielen schon. Billy Evil hat's. Eigentlich haben es alle Spiele. Aber Final Fantasy auch noch nicht. Nein, so Spiele so wirklich so ab Herbst 98, da fing das an. Zumindest bei den Europa Releases. Spannend, Zeitzeuge, ne? Also jetzt hier quasi. So, okay, dann gehen wir, würde ich sagen, oben mal hin. Vielen Dank auch für die Info, dass du immer, wenn du ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen hast, einen Beutel oder eine Tasche bekommst, weil
Ich meine, das habe ich dann selbst gemerkt, ne, dass du dann X drückst und irgendwas kommt. Aber ich wusste nicht, ob es dann immer, also was es dann so gibt, okay. Was ist denn mit Startcamp? Schwein. Okay. Was bringt das genau? Ah, okay, wir haben ja Fähigkeitsnotizen und was. Was möchtest du tun? Dich ausruhen, speichern, Mitstreiter wechseln, Fähigkeiten ansehen, Meisterliste ansehen, Mitstreiter wechseln. Okay, cool. Das ist ja richtig cool gemacht. Oh, die Atmosphäre, schön. Wie geht's dir? Los, wir fangen Reihe der Glaus. Berg liegt nördlich der Zedernwald ist wahrscheinlich. Okay, ja, nee, dann ist. Okay, vielleicht kriegst du da dann immer noch einen Hinweis, wo dann geht's. Gerade, da haben sie 98 so vor allem an die Leute gedacht, die ein Let's Play draus machen wollen, ne? Ganz klar. So, okay. Hier ist so eine Tasche, die nehmen wir mit. Ach nee, das ist wieder das Ding. Ja, hier können wir ja raus. Oder gibt's ja... Wir machen Folgendes. Erstmal den Magiko weg. Ja. Erstmal den Magiko weg. Nee. Warte mal, Ben. So, Tepo macht Fähigkeit. Auf Brausen auf ihn. Oder erstmal mit weghauen. Folgendes, Angriff auf Aigo, also Magi, ja, Ben, Angriff auf Aigo, dächte ich mir, lustig, 6, das war mal 6, ist nicht lustig, 1, Ben kann austeilen. So, folgendes, würde tatsächlich gerne mal ausprobieren, ob ich den jetzt mit normalen Angriffen besiegen könnte. Ich glaube irgendwie nicht. Ich speichere hier mal. Einfach nur mal ausprobieren. Okay, 1 Ausschlag. Schlingen. Weil damit lädt er sich ja wieder auf. 6, ne? Und das ordentlich. Ja, 5. So kriegst du niemals zu. Ja, den gefällt mir nicht. Okay. Ja, war ein Versuch. So. Und das Tepo geht nämlich auf Fähigkeiten, auf Pausen. Ja, krass, dass wir den so besiegen müssen. Kann ich hier einfach prüfen oder Abwehr? Geh mal auf Prüfen. Gleich auf Abwehr gegangen. Ja, und er ist wieder voll, ne? Müsste eigentlich mal ausprobieren. Warte mal. Wie viel macht Abwehr jetzt? Tepo, Fähigkeit, Aufbausen. Okay. Ben, Abwehr. Mutig, wie wir sind. Das ist doch schon besser. 4. Wird nicht mal schlingen, glaube ich. Speicher mal hier, weil ich würde jetzt mal probieren, ob der normale Angriff ausreicht, weil ich will so weit wie möglich kommen. Ach, dem nicht. Ja, ich will nicht nur mit Zwischenspeichern arbeiten, ich mach's aber trotzdem.
Furnace. So, Depot wird nämlich jetzt eine Fähigkeit auf Pause nehmen. Wir haben daraus gelernt, Angriff. Wer bin ich hier Abwehr? Wenn er jetzt schlingt auf. Bin es aufgewacht, ja super. Geh wieder pennen. Jetzt nimmt er wieder seinen Arm. Nee, okay, jetzt macht er sowas. Ja, Neuladen hilft ja anscheinend. Okay, da sollte er weg sein. Okay, ja, ich musste da ein bisschen lernen. Okay. Das Level allein ist gut. Oh, ich habe eine Waffe gefunden. Können wir mal nachgucken. Ausrüstung. Okay. Wechseln, Charakter wechseln. Atepo. Helfen. Okay, kann keiner von uns tragen. Hier müssen wir mal gucken. Okay, okay, okay. Na gut. So, müsste das sein, wo wir schon waren, ne? Warnung, Weg zum... Okay. Aber wenn du es betrittst oder andersrum? Losberg, okay. Ich wette, wir sind da vollkommen unterlevelt dafür, so wie es aussieht. Okay, 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 okay. Hier wird gespeichert. Vielleicht was anderes, aber auch, weil das sieht ja jetzt ein. Also, es sieht aus, als wäre es 10-mal einfacher hier. Bin fast hinne. Ich würde noch nicht ein wahrhaft großer See. Ein EP bekommen. Haben oder nicht haben, 14. Ah, so eine Karte wäre ja mal. Was als gäbe es eine. Ah, will haben. Okay. So, da gehen wir natürlich erstmal aus Magigo. Sorry. Ich glaube, so ist auch okay, ne? Weil dann sehe ich sogar ein bisschen was vom Spiel. Ist okay. So, Ben. Auf Magigo. Bei den anderen auf die Kleinen zu gehen, ist ja dann relativ egal. Da geht alles gut. Sehr schön. Bin schon heilen, ne, noch nicht. Gut ist, wir haben jetzt schon mal ein bisschen Rüstung gekauft. Muss mal gucken, wie viel es dann zu looten gibt. Also ob man die wirklich immer kaufen muss, aber bei Final Fantasy 7 ist es ja auch so, ne? Dass eigentlich, dass du viel Gutes kaufen kannst. Das sind 6 EP. 32 Zähne. Geht voran. So, hier vorne das Ding mitnehmen. Muss dann teilweise gucken, dass du dich dann durch den Kampf vergisst, wenn du wolltest. Bin das Antidot. Antidot oder Antidot? Antidot? Okay. Ja, okay, entspannt. Entspannt. Ich weiß halt nicht, ob ich mit den Heilen dann zu optimistisch bin. Oder ob das sich wirklich ankündigt und dann sagt, naja, Hälfte des Lebens ist noch vollkommen okay. Also so, dass du quasi immer agieren könntest.
Also, was ich jetzt hier mal schauen würde, ist das hier. Das sah mir nach einem Versteck aus. Okay. Geht's da nicht runter? Nee. Sieht mir nicht so aus. Schön zum Leveln hier gerade. Der wirkt sich entspannt, ey. Dass er dann nicht automatisch nur Routen auswählt. Erinnert mich immer noch an Sloop. Hatte ich damals für den Laptop. Von der Bibliothek ausgeliehen. Die hatten auch PC-Spiele und so. Und Playstation-Spiele, ne? Schöne Zeit. Marv, großer Sieg. 4 EP. 24 Zenny. Ja, aber wenn du überlegst, eine Übernachtung 30 Zenny? Schon solide. Okay, da. Okay. So, das war's. Hier komme ich nicht hoch. Hier siehst du wenigstens was. Okay. Angriff. Voll drauf. Okay, sehen noch super aus. Tepo muss das halt benutzen, ne? Wenn nötig. Feind wurde aufgerieben. Ich hoffe, wir kämpfen auch bald wieder zu dritt. Zu dritt ist schon cooler. Kannst besser planen, koordinieren. So, was haben wir hier? Schönes. Nichts. Ne. Wir sie angeben wollen, einfach nur mit der Kamera. Guck mal, wir können es sogar drehen hier. Ist wirklich 3D. Und weg. Tepo? Großartig, aber manchmal machst du Angst. Ach, oh je, ist aber hier. So. Das Rumgefuchte auch, ey. Zumindest sind wir gleich auf dem nächsten Level. Wenn das kein Erfolg ist. Wie viele Level gibt es insgesamt? Weiß das einer? Wir haben, dachte ich mir schon. Achso. Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, mal sehen, wie viel die machen. Weil Ben ist natürlich ziemlich low vom Leben. Oh, 13, okay. Okay, ein bisschen entspanntes Fall. Ach, sogar. Oh je, sag mal. Chlorin. Das ist ja illegal. Jetzt bin ich blau. Bin aber ordentlich am Austern hier. Ich weiß, ich kann auch Gift heilen, aber will mit Tepo einfach mal angreifen. Mit Ben würde ich fast einfach mal heilen. Aber damit ist 23. Gift ist nicht weg. Und der ist schon weg? Wieder auf Ben? Okay, entspannt. Ich bin mal gespannt, ob das so weg ist nach dem Kampf. Und ob du damit dann irgendwie zurück zum Dorf kommen müsstest. Das wäre krass. Und ist das Spiel vorbei, wenn Ben tot ist? Also, ne, Game Over und okay, was. So, mal sehen, speichern und. Nee. So, habe ich auch. Oh, ich habe immer noch Gift. 31, will fast gern gucken, wie es weitergeht. Ich habe aber hier gefunden, das hier. Aber ich würde dann lieber Fähigkeit. Yep. CC. Antidot. Ben. Okay, und geheilt.
Okay, können wir erstmal noch nicht. Ja, ist okay. Notiert. Das wird ja lustig. Okay. Ja, ich weiß nicht, auf einfach drauf oder wie. Ja, komm, einfach drauf. Das schon. Facebook. Entschuldigung, langer Tag. Ich muss was abgewöhnen, also was heißt abgewöhnen, aber... So, der eine ist weg, aber Tepo macht mehr Schaden, ne? Dann schicke ich den auf den. Wenn auf den, ja. Sollte das passen. Viel Tag. Sehr gut. Und jetzt kommt Rache und der ist weg. Ja, wie geil, ey. Ah, Ben steckt da mal heute ein, ey. Feind ist geschlagen. Nice Level. SP um 4, MP um 4, Kraft um 3, Abwehr um 1, Aktivität um 2, Intelligenz um 3 Punkte bei Ben. Tepo SP um 3, MP um 4, Kraft um 4, Abwehr um 2 und Tepo lernt Simon. Schauen wir nochmal. Ne, der andere Typ hier, der? Simon. Oh, okay, ist ein Aufbrausen, also ne, ist ein dolleres Aufbrausen anscheinend. So, speichern und. Fandest Schwukau. Schwukau. Natürlich. Die ganze Zeit schon auf den Schwukau gewartet. Okay. Ja. Nee, ich hab grad wirklich probiert, aber nichts gefunden. Fähigkeiten. Schwukau? Nee, warte mal, kann das sein? Ausrüstung. Vielleicht finde ich hier irgendwo Schukao. Ja, ist jetzt auch erstmal egal, aber hätte mich schon mal interessiert hier. Erstmal kein Schukao. Was ist es dann? Na gut. Gehen wir wieder hier hoch. Was, ist er einfach dort geblieben, oder was? Okay. Gebackt, oder was? Ja, wen als erstes weg? Ich hoffe, irgendwann kommen Angriffe gegen die Arazide. Aber sehr schön, dass der weg ist. Ich glaube, hat sich gelohnt. Null. Wird's unsterblich oder was? Mein Gott, war auch Tepo und nicht ich. Na, ich bin nicht unsterblich. Ein Waffposter sind? 147. Okay, es steigt an. Bin nur gespannt, wie grindlastig das alles wird. Muss man hier alles mitnehmen? Ah, die Brücke bietet sich nicht. Das hat der Final Fantasy 7. Die Ansicht. Geil. Katzen oder was? Die Tageszeit hat sich verändert, damit es passt, oder wie? Ah, ne, läuft noch. Tepo sagt, hey,
Es wird langsam dunkel. So, das war's für heute. Vielleicht übernachtet Ray auch hier. Tippo sagt, Ray. Tippo? Was machst du denn hier? Hey, wir haben das getan, was der alte Bunyan von uns wollte. Wir sollten in 0, nix bei dir sein. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass du ganz allein hier draußen bist. Ray sagt, weißt du was, Tipo? Ich denke, Bunyan hat mich hergeschickt, weil nun er hat sich Sorgen um dich gemacht. Was meinst du mit Sorgen gemacht? Ich denke, er wollte uns als Geiseln halten, oder? Ihr habt doch die Gerüchte gehört, oder? Sagt Ray. Das Monster, das das Dorf angegriffen hat, soll hier in den Bergen leben. Bunyan bestimmte mich, es zu töten. Tipo sagt, warum sollst gerade du das Monster töten? Das ist doch echt riesig und stark, oder? Sorry fürs abgehackte Vorlesen gerade irgendwie. Ray sagt, ja, ist es, aber ich bin stärker. Wäre ich alleine, wäre... Ray, wo ihr jetzt hier seid, werde ich willkommen brauchen, oh egal. Mann, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Was? Es ist doch sinnlos, sich momentan weiter Sorgen zu machen. Lass uns eine Pause einschieben, bis zu gefährlich bei Nacht rauszugehen. Mit? Tipo sagt, wach auf, Ben. Wer sagt, er ist in der Nähe. Das hört sich aber echt ein bisschen merkwürdig an. Ray sagt, oh Mann, wir kommen. Wir haben keine andere Wahl. Gehen wir raus und streifen ihn uns. Streifen? Okay. Wieder spannend, ey. Riecht verbrannt. Oh, und was sagt das Wetter? Nicht verbrannt, na gut. Dann ist der Drache wohl da. Tipo sagt, er steht früh auf, oder? Tipo nicht der Tank? Also guck mal, Ray geht auf Fähigkeiten und hat keine Plündern. Okay. Schön, dass das merkt, ne? Okay, weißt du, was Tipo macht? Er macht einen Angriff. Hab ich geschrieben? Ich speichere hier, okay. So, Tipo, Angriff. Und zwar... Simon. Können wir gleich mal austesten. Da muss ich jetzt hier bei Fähigkeiten doch mal gucken. Helfen, Schutz, erhöht Abwehr eines Zieles. Nee. Angriff. Sollte ja wohl machbar sein. 17. 4, ja, okay. Simon. 60. Das ist ja schön. 17. Also warte mal, hier hatten wir einen normalen Angriff, ne? Tipo macht mal wieder seine Simon. 60 ist halt lecker. Fehlschlag. Gar keine Herausforderung. 42, naja, okay.
13. Ja, Martin alle ganz gut aus. Ray macht einen Angriff. Tepo macht nochmal Simon. Und Ben macht einen Angriff. Mega. Kommt ihm nach. Ja, dachte ich mir, toll. Okay. Stützieren wir also zu dritt herum. Kann ich hier rein? Nee, kann ich nicht. Soll ich hier im Haus nochmal schauen? Bett lockt weich und bequem. Möchtest du ausruhen? Speicher mal und guck mal, das zur Folge hat, dass wir dann einfach wieder voll alles haben. Ja, mega. Ich hab gerade auf TP geguckt und dachte, boah, ist. Okay. Cool. Also weiß ich Bescheid, Bett und dann ausruhen. Ah, sehr schön, wieder zu dritt, ey. Ich dachte, wir jetzt ganze Zeit zu zweit. Komm, bei drei Viechern gehen wir einfach so überall auf Angriff und gar nicht mit Zielen oder irgendwie. Alles gut. So, wir gucken uns gleich mal die Statue auch an. 21. Meintest du schon? Okay, okay, okay. Also 47 EP. 10 EP. Okay, Ray ist gleich auf Level 6. Ah, okay, okay. Haben wirklich ein Weilchen vergessen. So, ein Ort für Reisende, um für eine sichere Reise zu beten. Bis zu speichern. Ah, okay, sehr cool. Sehr, sehr cool. Schön zu wissen, wie das funktioniert. Ist ja voll gut gemacht. Okay. Ja, nö, ich bleib schon mal bei Ben. Überleg, ob das Hin- und Herwechseln auch Gegner triggern kann. Okay. Sollte doch hier lang, ne? Ja, okay. Ah, zeigt sich hier ein bisschen der Weg. Okay, ich fange also an. Ich würde sagen, hier alle mal auf Angriff. Hat aber kein Fragezeichen, ne? Der ist weg. Krass. Wofür stand das X nochmal? Hinter dem Namen. Ein wahrhaft großer Sieg. Dankeschön. Ray wurde Level 6, ah, der war Level 5. SP um 4, MP um 1. Kraft um 3, Abwehr um 2, Aktivität um 1, Intelligenz um 3. Hat aber auch ziemlich viel Intelligenz. Ach nee, je nach Level, ne? Ja, aber wir haben schon Unterschiedliches bekommen. Links oder rechts? Ich hätte so gerne eine kleine Übersichtskarte. Okay. Das sieht irgendwie zu richtig aus. Ah, okay, da gibt es einen Beutel. Sehr gut. Dann geht es wahrscheinlich rechts richtig lang, wer sich vor alle stellt. Puffgo, okay. Mal sehen, da bin ich gespannt. Okay, der ist weg. Puffgo verteidigt. Oh, Rache, okay. Ja gut, aber dass die mit Fragezeichen angezeigt werden, heißt eigentlich, dass wir zu niedrig sind, denke ich. Hätten wir erstmal einen anderen, aber gut, das sollte ja sein. So, im besten Fall sind jetzt alle weg. Weg? Weg, okay. 5 CP, das lohnt sich dann doch wieder. Ja.
Das im Beutelchen. Wann das Vitamin. Und naschen. Okay. Warte mal, das ist eine Höhle, oder? Ah, folgt einem Wasserlauf. Die haben kein Fragezeichen mehr. Na, immer noch nicht mit Einschlag. Wir müssen mit Einschlag weg sein. Oh, gerade sieht es voll gut aus vom Leben und allem. Ein Zauberschlag. Verteidigt. Achso, heißt. Okay, der kann eine Rache machen, ne? Warum? Na gut. So, jetzt sind sie aber weg, die Runde. Weg. Machen aber andere relativ ähnlichen Schaden, ne? Sehr schön. Und wieder 5 CP, das ist okay. Hellkraut. Sehr schön, aber Fett plus gemacht. Ah, okay, vielleicht können wir dann beim See raus. Eine Blutspur, das muss Blut vom Monster sein. Speicher hier, glaube ich, ja, mache ich jetzt. Mach einen Angriff gegen Untoten. Ja, komm. Wir können auch zaubern und alles. Ledermaus verteidigt. Verteidigt. 21. Der ist immer noch da. Jetzt ist er aber weg. 60 Schaden gemacht. Oder was, 61 irgendwie? Drei, okay, alles entspannt. Mir gefällt irgendwie bloß nicht, dass sie mit einem Fragezeichen angezeigt werden. Das heißt ja nicht, dass wir zu low level sind. In der Theorie. Ja, schön aufgeräumt. Hat er gerade die Fledermaus angegriffen? Okay. Und nicht, dass sie ihn heilt irgendwie. 25. Immer noch da, ey. Warten weg jetzt. Jetzt weg. Sehr schön, da könnte ich mal nochmal angreifen. Sehr gut. Level geht bisher ganz schnell. Ich gucke hier erstmal lang. Okay, so, Freunde. Bitte nicht immer so Riesentruppen. Okay, naja, gut. Schön. Geh einfach mal voll auf Angriffe nur. Wie gesagt, Brick kann ja auch noch MP ausgeben, um zu heilen. Wollte ja mal voll mit Heilungszeug. Alles gut. Ich gehe meine Rache hin, dann ist er weg. Zwei. Ist weg. Okay, er wurde jetzt sogar angezeigt, ne, vom Level. Oder ist der erste Kampf immer mit Fragezeichen? Kann das sein? Weil wir sind jetzt nicht aufgestiegen vom Level. Okay. Schön hier am. Ich bin halt immer irgendwie so zufällig am Grind. So war es alles? Ja, okay. Das heißt, wir können hier jetzt nach links. Okay, ich gehe aber bei allen auf Angriff, ganz entspannt. Und dann schön hintereinander einfach spammen. Okay, warte. Sorry. Okay, Ray greift an. Tepo greift an. Ben Fähigkeiten heilen auf Ray. Könnt ihr noch einfach mal vorne hinstellen, ne? Und das was weg. Kidihu. Ja, nicht mal komplett.
Ja, entspannt. Ich finde die Anzeige auch ganz cool. Oh nee, das ist nicht das Zeug, nicht das Gift. Ja, hat aber nicht funktioniert anscheinend. Sehr gut. Bisher ist alles tief entspannt. Horn weg. Sehr schön. Feind ist geschlagen. So, gehen wir hier mal nach links. Und Höhendurchgang. Ja, natürlich passt doch gern erst das andere gesehen. Ah. Und ich meine, kannst halt immer noch irgendwie zurückgehen. Ne, ist halt was hier? Du fandest Krummsepp. Waffe auf jeden Fall, Krummsepp. Okay, Ausrüstung. Siehst du, jetzt können wir eh mal gucken bei Ray. Krummsepp. Schlecht und schwer, okay. Weil hier noch, hätten wir nicht alles weggegeben, ne? Okay. Sagt hier, der Krummsepp ist schlecht. Okay. Für TPO nix. Ne. Nö. Okay, alles gut. Ah, nett, gut. Okay, noch was? Ne. Nichts. Nichts? Bosskampf. Ich weiß halt nicht, ob es von der Ausstellung okay ist. Ja, komm, greift einfach an. Es ist so eins, wo du einfach. Ein Spiel, wo du einfach so durchgehend angreifen kannst. Ein bisschen Brain AFK bei vielen Gegnern. Zumindest bei Trash-Gruppen. Weiß nicht, ob ich das als schlecht bewerten würde. Wahrscheinlich auch je nachdem, wie overpowered du bist, ne? Ob du ein bisschen aufpassen musst. Zu taktisch muss man aber vielleicht nicht rangehen. Der Untote ist ganz schön zäh. Oder die beiden. Auch die Leisten finde ich optisch cool gemacht. Schön übersichtlich, das ganze Overlay einfach. So, alle vom Ding ganz gut drauf. Geschichte ist bisher auch super. Also super ist jetzt eigentlich ein bisschen übertrieben, weil wir bisher vieles einfach noch gar nicht. Aber so wie es angefangen wird, wie es erzählt wird. Ist cool. Untote, einer sogar. Werden die dann eigentlich weniger, wenn du eine gewisse Anzahl bekämpft hast an einem Ort? Das wäre auch noch ein cooles Feature. So, dass du irgendwann das gecleant hast und dann ist auch das Rote weg und... Naja, gut. 3 EP, 18... Naja, gut. Naja, natürlich noch ein Kampf. Dann auch noch so ein Hochkaräter hier. Zwei Schläge, okay. Was denn, der darf angreifen? Na toll. 3 P. 14. Ich muss dann nochmal gucken wegen Einkaufen. Naja, vielleicht wäre das das, was wir oben gesehen haben. Die Blutspur endet hier. Was wird das zu heißen hat? Du bekommst 200 Semi. Okay. Nichts. Wie nichts. Also surfen gehen oder so ist nichts, ne? Achso, er rennt ja automatisch. Ja, wobei ja ist cool. Tipo sagt hier. Ich glaube, ich hab's.
Er wird ins Wasser gesprungen sein, um abzuhauen. Ja, genau. Ray sagt, vermutlich hast du recht. Und wie kriegen wir ihn jetzt? Wir brauchen ein Boot. Tepo sagt, ich habe keine Ahnung. Super. Immer so dieser Überraschungsmoment. Okay, die machen uns eigentlich keine Angst mehr. Na gut, die können halt Gift, ja genau. Chlorin-Parteien. Aber bisher nichts. Mit Ben kann ich auch das Ganze heilen. Eins haben wir noch in der Tasche zum Heilen. Alles entspannt. Es tut mir so leid mit den Gegner. Ah, bloß ich dachte, ich mache jetzt mal einen längeren Part. Der Feind ist geschlagen. Zu Level 7 SP um 5 Punkte, Kraft um 4 Punkte, Abwehr um 3 Punkte, Aktivität um 2 Punkte. 12 Zenny. Ich finde auch die Wege, wie die Höhlendesigns sind. Es hat alles was. Also es ist sowieso entspannt irgendwie. Verteidigt. Verteidigen auch nur, ne? Nee, können auch angreifen. Das weiß ich aus Rache, ne. Verteidigt. Vielleicht sehen wir es gleich. Wird langsam knapp. Ich bin einfach immer das Ding benutzt. Da war sie proaktiv. Schlacht gewonnen. Bären, okay. Die musst du auch Leben bringen. Fandest Blockmess. Müsste eine Waffe sein. Was ist das hier eigentlich? Warte mal. Ausrüstung optimieren. Ach, gucke mal. Ich habe hier gerade optimiert. Ausrüsten für... Tempo für Tempo ausrüsten. Ray für Tempo ausrüsten. Ah, okay. Für Tempo-Ausfluss. Speicher hier mal. Okay. Aber bringt mir das irgendwas? Also jetzt wahrscheinlich eh erstmal noch nicht. Tempo. Ach, egal. Oder wollen wir es bei Ben machen? Hier würde es keinen Unterschied ergeben, oder was? Nee. Okay. Na gut. Lass mal das. Aber interessant zu wissen. Dass du optimieren drücken kannst und dann nichts. Das ist gut. Sind wir jetzt schneller? Sind aber schön verteilt, ne? Haben die immer mehr Leben? Pause weg. Wir haben wieder den nicht mit Rache genommen. Das war. Gut, ich meine, meistens war es jetzt nicht schlimm, wenn einer schon angegriffen war, dann hat es vorhin schön genau gepasst, dass der andere weg ist und naja.
Sehr schön. Müssen ja bald mal wieder ein Level abbekommen. So, jetzt bin ich gerade unsicher. War es nicht jetzt hier mit dem Laufweg irgendwie komisch? War's. Ich hab vergessen, wie. Hab ich bestimmt gleich verwirrt. Na ja, komm, einfach drauf. Ben könnte sich mal langsam heilen. War gleich egal. So, einer weg. Fledermaus auch weg. Gut, alle machen so 2-3 Schaden, deswegen die Fledermaus ist genauso wertig. Der kann halt sein Chlor-Dings machen, der Kör. Kör, was für soll Kör stehen? Curry oder was? Curryhund. Nehmen wir noch ein Haar mit drin. Körhaar. Sehr schön. Feind ist geschlagen. 10 EP. 16 Zenny. Speichern. Warte mal. Von dir komme ich so. Oder? Ja, ne? Ist offen oder was? Ja, von da komme ich. Okay. Da haben wir ein bisschen gegrindet noch. Okay, er fängt an. Ich dachte schon, er macht jetzt seinen Chlor-Schwachsinn. So weg. So, dann gucke ich mal, dass wir den Weg zurückkommen. Ich bin der Meinung, ich laufe jetzt schneller. So, warte. Wird aber ein sehr langer Part. ...49 ist ein 1er-Schlag. So, hier waren wir und da ging es aber in die verschiedenen Richtungen, ne? Ne, alles gut. Da war bloß eine Kurve. War auch gleich weg. Das sollte ja genau hier sein. Mhm. So, okay. Warte mal. Ich würde erstmal nach rechts gehen. Schon, dass wir verteidigen. Ja, vielleicht kriegen wir die Schaden frei weg. Wie viel heilt eigentlich meine Heilung? Spätestens, wenn ich ein Futter habe, kann ich ja mal drauf ballern bei mir. Vielleicht außerhalb eines Kampfes. So. SP, MP, Kraft, Abwehr und Intelligenz. Level 8. Und Aktivität ist gestiegen bei Tipo. Interessant, dass der immer mehr Aktivität bekommt. Das heißt, der ist für Schnelligkeit wahrscheinlich ausgelegt. Ah, guck mal. Fand es Talisman. Sorry. Spiel übrigens nicht mehr mit Ben. Fällt mir gerade auf. Brauche ich ja bloß bei Optimieren. Ne, keine Ausrüstung, das wäre ein Objekt. Und zwar können wir mal sortieren. Okay. Na, Schutz vor Todesattacke. Wir haben auch Karo. Noch was? Nichts. Okay.
Tepo sagt, okay, jetzt habe ich es gerafft. Wir springen hier ins Wasser und lassen uns dann zur Stelle treiben, die wir vorher gesehen haben. Genau. Ray sagt, was meinst du, Ben? Hat Tepo recht? Ja, klar. Ray sagt, okay, Ben. Abgenickt. Du springst als Erster rein. Ach, komm. Jolo, die Stimmung ist ziemlich stark. Willst du reinspringen? Ja. Was ist denn da drum? Spielende. Cool. Wie cool. Kann ich lenken? Nee, so und tot. Na, okay. Wieso einfach dastehen dann? Wie wenn du eine WoW-Instanz betrittst. Haha, siehst du, ich hab's dir gesagt, sagt Tepo. Oh, sagt Ray. Was wäre wohl passiert, wenn wir weitergegangen wären? Weitergegangen wären? Schön ja ausgeschüttet, lustig. Ray sagt, ich vermute, es hat geklappt, gehen wir. Ja. Okay, sieht so aus, als ob dich die Stimmung fortreißen würde, wenn du reinspringst. Willst du springen? Nein. Warte. Ja, Text weiß ich. Nein. Also ich kann nicht zur Seite gehen, okay, das ist das Ding. Und Tota. Schönen Angriff hier. Ali. Ein Zahlschlag 58, ja. Also. Komm mal, Rache. Ein Zahlschlag, toll, bei dem der fast weg ist. Aber entspannt. So für den ziehen sie uns alle. Ein Zahlschlag 72. So für den ziehen wir uns alle nicht ab. Na, und Ray wird ein bisschen gelevelt. Speichern. Sah aus, als liegt da eine Kreatur, ist aber ein Werke. Na gut. Das war eigentlich nicht gut. Warum nicht? Wollte mich mal umschauen. Ja. Ich glaube, Ben könnte sich wirklich langsam heilen und würde sich nicht mehr überheilen. Schön, dass der andere einfach gar nicht zu sehen ist. Eins. Ben geht auf Fähigkeiten, auf Heilen und auf sich selber. Macht er dann nicht mehr, oder wie? Lustigerweise nicht. Okay, dann gehen wir auf Fähigkeit. Auf Spezialfähigkeit sortieren. AFK, was? Gegner betrachten. Nee, Fähigkeiten. Ben. Heilen. Speichern. Okay, dann wäre ich voll. Nee, dann warte ich, glaube ich, noch. Ja, dann warten wir noch. Es ist das Monster. Ich habe gerade gespeichert.
und heilen. Bin ich bescheuert, ey. Bin halt richtig bescheuert. Das sieht ziemlich geschafft aus. Das ist doch wohl einfach, Ray. Ich hoffe es, sagt Ray. Okay, Angriff. Fähigkeiten waren ja keine, ne? Plündern. Klaut Objekte vom Feind. Noch ein Angriff. Heilt Ben sie schon? Mal sehen, Ben macht einen Angriff. Julia. 21 ist nicht viel, aber 5. 3, okay. Ganz entspannt, 69. 19. Ben heilt sich. Das wäre eine Idee. Tepo wieder Fähigkeit und Simon. Fähigkeit und heilen. Sie selber. Sieht aus, als könnte ich gleich nochmal heilen. Also, nur trifft. Fünf für die krasse Attacke. Ray, was macht Ray? Greift an. Depot nimmt wieder das hier. Nicht, dass Frost irgendwie effektiver wäre. Überlegt fast auf, ja komm heilen auf Ray. Nur heult wie eine Furie. Rache. Sehr gut. Bisher sieht alles super aus. Ich will aber noch MP-Tränke haben. Okay, dann wär's wahrscheinlich zu. Naja, wärst du dann zu overpowered? So, Ray, Angriff. Tepo. Nochmal das. Ben, würde ich sagen, nochmal heilen. Könnte natürlich auch einfach mit angreifen. Ich würde aber mal heilen auf. Tepo. Dann nehme ich nur noch 17. Ja, machen wir's so. Ja, Ben halt durch und er ist auch gut. Sollte alles entspannt sein und bleiben. Überheilen sollte ich jetzt erstmal keinen Siester. Der ist weg. Schlacht gewonnen. 32 EP. 16, nee, das war's für das Monster. Warte. Wie gesagt, es ist tot. Das war das jetzt, oder wie? Ja. Und ob es wirklich tot ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Hoffe, hat euch gefallen. Super, super gern Daumen nach oben und einen Kommentar. Weil ich glaube, wir werden von der Menge her wenige Leute in den folgenden Parts sein. Also wird ordentlich abnehmen. JRPGs, gerade so die Älteren, ist immer so ein sehr kleines Nischenpublikum, aber ich gehöre dazu anscheinend. Neue Welt für mich, aber ich finde es geil. Schönen Abend euch, bis dann.